Ja Leute, und herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Minecraft953 und ich begrüße euch hier herzlich bei der, beim zweiten Teil vom Eurotruck. Wir sind bei der zweiten Teilhälfte von der Strecke Brno nach Amsterdam, wo wir die Gabelstapler gefahren haben. Das war unser momentaner Auftrag. Wir sind stecken geblieben an der Raststätte Richtung Dortmund. Da müssen wir dann hier abfahren, sehe ich auch gerade. Denn wir fahren ja hinten rum über... Ja, hinten rum, sagen wir mal, hinter Köln, Düsseldorf und Duisburg lang. Damit wir schneller an unser Einsatzziel kommen und nicht die ganzen... kleinen Strecken mitnehmen müssen, also jetzt hier diese ganzen kleinen Landwege. Wir sind mit einem MAN gestartet und fahren auch weiter mit den MAN. Es lädt mal ganz schnell eben. Was kann ich sagen? Ich habe gerade Schulschluss gehabt. Heute ist wieder ein Tag wie jeder andere, wo ich Schulstoß hatte, mal die ganze Woche nach der vierten. Das heißt, es sind auch sehr viele Teile gekommen, die ich aufgenommen habe. Es kann sein, dass jetzt nacheinander mal wieder ein paar Teile kommen werden. Wir brauchen auch kein Licht mehr am Auto. Und ja, getankt haben wir nicht. Da haben wir ja nur noch 300 Kilometer hinter uns, also fast 400. Aber ist hinten denn noch die Warnleuchte an? Ja, die ist noch an. Obwohl wir die eigentlich, auf gut Deutsch gesagt, gar nicht brauchen. Denn es ist ja hell und, Kollege, ich sag dir eins hinter mir. In echt fährt man auch eigentlich auf der linken Seite drauf. Ah, muss ich hier schon abfahren? Leute, jetzt bin ich aber gerade durcheinander. Ging das jetzt so schnell? Nee. Nö, das war das gar nicht. Huhu! Yeah! Rüber. Ja, komm mal schneller da. Vorgedrängelt. So macht man das nicht. Ich weiß, Leute, tut mir auch leid. Hoppala, jetzt komme ich hier gerade ins Schleudern. Aber ich wollte jetzt nicht hinter der Kolonie da hinterherfahren. Weil ich hätte auch hier schon abfahren können. Dann wäre nicht das Vermögen gekommen, dass ich mich da irgendwie nachher auf der Autobahn verfahre. Aber warum sollte ich mich verfahren? Ich habe doch alles, was ich will. Ich habe... euch, ich habe YouTube, ich habe heute voll Bock aufzunehmen, nur ich müsste wieder Quasselwasser getrunken haben, damit ich euch jetzt ordentlich Folgen vorproduziere und das will ich ja auch wiederum nicht. Wir hatten ja letztes Mal, hatten wir unsere Nothände aufgedeckt. Ich glaube, ich bin wirklich am überlegen, soll ich mir am Anfang erstmal ein Renault kaufen. Kommt drauf an, also von den Autohändlern, die ich aufdecken werde, den günstigsten werde ich mir rauspicken und dann mal richtig durch nicht ficken, das habe ich nicht gedacht, Leute, sondern mal richtig durch arbeiten, welcher da ist. Das kann man schon wieder zweideutig denken. Also angucken, welcher gut ist. Oh mein Gott. Der MAN, der gefällt mir soweit auch ganz gut. Nur der beschleunigt echt langsam, wenn er da hinten so große Anhänger dran hat. Und ich muss dann die Anhänger immer von A nach B fahren. Und irgendwann kommt auch noch andere hochwertige Fracht. Hoffe ich mal, dass man vielleicht sogar noch was anderes fahren kann. Außer Gabelstapler, dann halt irgendwelche Bagger. Was ich mal wirklich gehofft habe, ist, dass man dann, keine Ahnung, Flügel vom Windkraftrad oder sowas. Sowas in der Art, das wäre eine geile Idee, so ein geile Feature. Oder halt Züge oder Boote, wisst ihr? Und dann muss man auch durch ein Navi, wir fahren hier schon ab, hinten rum Richtung Kölle. Das habe ich ja gerade gesagt gehabt.
Und was steht hinten bei Ihnen drauf? Ja, ich feiere. Ihr wisst ja, ich versuche auf dem direkten Wege. Jetzt hat er mir die Route berechnet und habe sogar ein bisschen gespart. Muss ich mir mal eben kurz konzentrieren. Ne, und ein MAN wäre ja eigentlich auch so eine schöne Idee, aber hoppala. Ja, wie gesagt, die ziehen extrem langsam und das mit den Booten, das mit den Navi, das wäre auch eine geile Idee, wenn man dann als Schwertransporter, man fährt einfach mal so ein Dings. Jetzt muss ich nochmal gucken, wie ich fahren muss. Man fährt einfach mal ein Boot und dann die Navis, die springen dann auch an, nein, hier muss ich nicht abfahren. Ich muss dann, ja genau, jetzt, ich darf einfach nur die Route folgen. Ich finde das auch ein bisschen kürzer. In Amsterdam, da decke ich dann nochmal dieses Fragezeichen da auf. Ich glaube, das müsste sogar noch ein Händler sein. Hoffen wir das Beste, dass wir mal ein paar Händler finden. Ach, rüberblinken kann ich ja immer noch. Und ja, so ist das Ganze. Also wie gesagt, lol, ich hätte hier gar nicht. Was haltet ihr eigentlich davon? Mit den ganzen hochwertigen Fracht und sowas. Ich denke mal, zerbrechliche Ware, da fahre ich dann Glastransporter und alles. Also jetzt nicht ein Transporter aus Glas, sondern... Ihr wisst schon, denke ich mal, was ich meine. Und was würde euch noch so interessieren? Weil das kann man auch an Eurotruck senden, beziehungsweise an den Machern von Eurotruck, dass man zu denen schreibt, es wäre gut, wenn man vielleicht mal irgendwann in ein Patch A, B, C, D, E, F, G reinmacht und so. Wisst ihr, was ich meine? Es gibt Gefahrgut, es gibt ja so viele Sachen. Und das ist auch schon gut, finde ich. Sieht immer echt interessant und schön aus. Seht ihr das, meine ich, aber ach nee, das ist ja gar kein Tunnel. Aber mir gefällt das. Ja, ich bin müde. Ja, 4 Stunden Schule, das macht ein K.O., Leute. Das würde mich auch mal interessieren. Was macht ihr? Schule, Ausbildung, was gibt's noch? Hartz IV, dein Tag gehört dir. Was macht ihr? Und was macht ihr in eurer Freizeit? Ah, habe ich ja schon richtig bestimmt. Ich habe irgendwie das im Blut gehabt. Muss ich mich nochmal konzentrieren?
Jetzt hat gerade einmal ganz kurz gelackt, da hat die Welt aber ganz neu geladen. Bewölkt ist es ja. Sieht aus, als würde es noch regnen. Wo ich da schon wieder drauf gar keinen Nerv habe, weil ihr seht dann in jeder Folge wirklich nur Regen. Seitdem ich das Spiel angefangen habe und umso höher ich mit meinem Level werde. Das ist merkwürdig. Findet ihr das nicht auch? Apropos merkwürdig, aber ich muss erst 8 Stunden schlafen. Wow. Aber Hachi. Wenn die Mäuse mit dem von links, du kleiner Weg. Bipassalalü. Da tanken LKW, diese Tankstellen, die sind immer besetzt, da fahren immer Autos drauf und Autos ab. Aber die großen Tankstellen, nur wenn du übernachtet hast und rückwärts fahren willst, dann stören die dich, die Arschlöcher, die KI-Verkehre hier. Die gehen mir mal. So, sind wir jetzt hier wieder an der Grenze von Amsterdam. Glück und auf und hast du nicht gesehen, wie geht das Lied? Ja. Ich komme hier nach Deutschland, ich keine Sorgen, keine Wann. Arbeite 16 Stunden lang, kriege 70 schwarz auf Pfann. Keine Sorgen, keinerseits, das Leben wecken, tut mir leid. Ich drehe den Spieß jetzt einfach um, ich bin am Morning und nicht dumm. Deutschland, mein Geld ist knapp. Ich zock euch einfach ab und sag, dass ich 7 Kinder hab. Ich schwör, ich hab auch 7, so viel hab ich gebiebt. Doch meine Kinder sind in Indien geblieben. Arbeitsamt. Also ich will ja nicht sagen, dass ich rassistisch bin, ne? Aber es liegt vielmehr gerade irgendwie so im Kopfe. Amsterdam. Ich komm näher und heiß nichts mehr. So. Darf ich hier gleich wieder 50 fahren? Oder fährt ein Auto vor mir, was richtig abbremst? Aber nee, du. Das ist aber echt geil gemacht, dass die dann auch wirklich schon da vorne reinfahren, finde ich. Ich finde Schnieke. Alter Falter, ich komme aus Tschechien und fahre einmal quer durch Deutschland, um nach Niederlande zu kommen. Und dann bekomme ich auch nur 21.000. Nur! Ist das nicht gut? Ich würde niemals hier übernachten, mein Kollege. Nur an Tankstellen. Sonst kommen nachher nochmal die... ja, ich spreche es jetzt nicht aus. Ich hoffe, mir passiert nicht nochmal so ein Unfall, wie mir das damals passiert ist. Als ich mit 90 km/h eine Kurve gefahren bin. Da habe ich die Kontrolle über meinen Wagen verloren. Hier ist noch 100 erlaubt. Hier könnte ich jetzt kackendreist auf den Gegenverkehr fahren. Aber würde ich auch Strafgeld bekommen. Und das wollen wir nicht. Das sieht geil aus. Da.
Ein Foto für Facebook. Ein Foto war das für... Wow, 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 wow. Achtet mal, wie die gleich Gas geben, die Autos. Erst recht die KI-Verkehre. Nach Bremen, Duisburg. War, stand da gerade Bremen drauf? Hoppala, 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 hoppala. Es sieht aus, als würde es gleich regnen, ne? Oder warum hat der sein Licht an? Hundert! What's up? So, jetzt muss ich aber leider bremsen. So. So. Es fängt gleich noch an zu regnen. Ich hoffe nicht jetzt mitten in der Aufnahme. Ich will euch ja nicht ständig im Regen fahren lassen. Ja, hat man sich auch. Ihr könnt eigentlich mal entscheiden, soll ich jetzt eigentlich dann auch mal ins Ausland richtig reinfahren, also nach England und alles, oder nicht? Das würde mich mal interessieren. Wollt ihr das auch mal sehen? Oder nach Paris rein oder Italien? Also wo ich in meiner ganzen Spielzeit, solange ich Euro Truck Simulator 2 noch nicht habe, war Italien. Italien, die Schwitzer. Gibt's noch irgendwas, wo ich noch nicht war? Weiß ich gerade nicht. Hoppa, da fahr doch nicht so schnell, hier ist nur 100 erlaubt. Ganz schön viele Raststätten hier in Amsterdam, ne? In den Niederlanden. Und der MAN, der hat auch einen sehr kleinen Kraftstoffverbrauch. Wenn man auf 90 km/h fährt. Hier ist das, diese Stellen, da fahre ich manchmal mit 90 km/h noch durch. Leute, ob ihr es glaubt oder nicht, aber so scheiße ist hier die Straße. Erster Aufenthalt in Amsterdam. Drei LKWs hintereinander. Da werde ich ja schwanger.
dann ist einer hässlicher als der andere. Das muss schon von großer Bedeutung sein, meine Damen und Herren. Das Problem ist gleich, und das werdet ihr sehen, ich muss in so einer kleinen, richtig kleinen Einfahrt rein, da vorne. Das seht ihr aber gleich, wenn ich da das Fragezeichen freigeschaltet habe. Dann muss ich sogar wahrscheinlich noch ein kleines Stück an darf. Hey. Also warte mal, jetzt muss ich mal überlegen. Es ist besser, wenn ich von da komme. Hallo, kannst doch mal wieder umdrehen, du Arschloch. Schweinebacke, du. Komm, ich will nach Amsterdam. War das eine Kurve? So, wisst ihr warum? Ich zeige euch das jetzt, warum ich hier rumfahre. Und da sogar noch den Punkt freigeschaltet habe. Da ist ein Vorfahrtgewehrenschild, als würde die Ampel mal ausfallen. Hört sich mal so an, als hätte ich das Auto abgewürgt. So. Wird sogar grün für mich. Seht ihr, Leute? So, und jetzt seht ihr, warum ich hier lang gefahren bin. Das Tor, das ist sowas von klein, dass ich sogar hier noch einmal drehen muss, damit ich da perfekt reinkomme. Ich bin sogar wahrscheinlich noch zu weit. Ha! Alter, zum ersten Mal geschafft. Im Singleplayer schaffe ich das nie. Wenn ich das nicht gerade aufnehmen sollte, meine ich jetzt mit Singleplayer. So. Das wird aber ein schlechtes Einparken hier.
T drücken und fertig, Leute. Gute Arbeit geleistet. So. Ah, okay, 1% Schaden. Das heißt, wir bekommen wieder weniger. Aber naja, macht ja nichts. Dafür können wir jetzt nochmal hochwertige Fracht machen. So, wohin sind wir jetzt gefahren? Nach Amsterdam. Nach Amsterdam. 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 So, jetzt kommt hier erstmal dies hier. Dies hier von Amsterdam. Aufträge. Schneller Verdienst. Nach Italien, wenn man von Italien spricht. Aber das Problem ist, dass ich nicht ganz sicher sei, ob ich das wirklich annehmen will. Weil ihr müsst mal gucken, Alter, wie viel da wir wieder verdienen. Also 22.000. Wir fahren zwar mit einem Scania, aber die Frage ist halt... Betonbodenplatten. Aber da würden wir schummeln. Das würde nicht mehr Re-Life sein. Alter Falter. Das ist mir alles schon zu günstig. Also wir müssten das starten. Aber erstmal gucken wir was. LKW kaufen. Wir haben nämlich zwei neue Händler freigeschaltet. Einmal den Renault besuchen. Ja, ich möchte den bitte besuchen. So, den weißen kleinen könnten wir uns schon einfach so holen. Der kostet, ja okay, da brauchen wir noch 10.000, das heißt wir müssten warten. Aber der wäre auch nicht schlecht für 116.000, der hat 440 PS. Und ist sogar schon meine Levelklasse. Ja, der sieht ja mal voll scheiße aus. Der hat 480. Alles hier Level 10er, wisst ihr? Das ist nicht so unser Budget. Okay. Also entweder Renault den ein oder Renault den anderen. So, jetzt mal hier, ne? Gucken, ich hoffe es regnet heute nicht. Ich muss mal ein kleines Cousinchen abholen. Wie spät haben wir es überhaupt? Nicht, dass ich hier noch zu spät komme. Hab ja noch 2 Stunden Zeit. Sieht die scheiße aus. Ja, entweder den dann halt, 360 PS. Den können wir uns schon wieder nicht holen für 410, mit 410 PS. Ah, den können wir auch schon wieder vergessen, 460, 510, werden ja immer teurer hier. 460, 510, 430. 460 Level 12. Ne, 10. Wie gesagt, mit Auto wird das nichts. Ich bedanke mich, dass ihr eingeschaltet habt. Mein Name ist Minecraft 953. Ich sage bis dann, Leute, und gut, tschüss, bye.